Also herzlich willkommen am Lienzer Flohmarkt. Der findet jetzt bereits das 28. Mal statt. Wir haben jetzt dieses Mal haben wir wieder Teilnehmer von auswärts auch von Ungarn, Slowenien, Südtirol, dann Kärntner Bereich, Wien, Steiermark, Salzburg. Also sie kommen von überall her. Und wir haben ungefähr bei den gut 80 Aussteller. Und es sind auch natürlich wieder viele Private von Osttirol dabei. Und Kinder, die was auch immer gratis auch mitmachen dürfen und tauschen können immer. Das ist überhaupt kein Problem. Und es sind heuer wieder sehr viel hochwertige Waren dabei. Am Flohmarkt findet man Folgendes. Du kannst finden von alten Postkarten, Münzen, Grammophone, Bilder, Kleinantiquitäten, Uhren, Taschenuhren auch speziell. Noch ein Gartenutensilien, Figuren für den Garten und so weiter, haben sie auch teilweise sehr schöne. Und es gibt eigentlich fast nichts, was man nicht finden kann. Ja, als Laie, man sollte schauen, dass man einfach, wenn es geht, wirklich authentische ältere Sachen hat. Dass man wirklich sagen wir, Sachen hat, was daheim von Opa, Oma oder sowas ein, noch waren. Und die, was man also, wo man wirklich sieht, das ist eine gefragte Sache. Und dass man vom Preis her natürlich noch ein halbwegs ein Mittelmaß findet, dass es für jeden interessant ist. Gell? Also nicht zu teuer, zu billig auch nicht. Aber man soll einfach ein bisschen, und Freundlichkeit ist immer wichtig. Mit den Leuten reden, das haben sie gern. Gell? Und da geht oft einmal noch mehr über die Freundlichkeit, dann spielt der Preis oft einmal auch keine Rolle.